Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Democracy for Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Einen Vorschlag, der uns schon wieder Geld kostet. Ja. Und zwar haben wir doch gerade diesen wunderbaren Literaturpreis bekommen und unser Tourismus steigt. Und wir könnten den Tourismus noch ein Stück mehr fördern, indem wir entgegen der Entscheidungen, die wir bisher geführt haben, uns die Flugsteuern nochmal anschauen. Also die Bereiche, die den Tourismus fördern könnten. Das würde dazu führen, dass wir ausländisches Kapital im Inland haben, die es hoffentlich hier ausgeben. Also der Tourismus wird von der Kerosinsteuer gehemmt. Text? Genau, Kerosinsteuer. Die könnten wir senken um 300 Millionen und würden einfach beim Tourismus locker 7%. Mehr. Entschuldigung. 9%. 8,6. Vorstellen Sie, in Gänze abzuschauen. Okay. Weil wir ja auch die Flugticketpreise schon so hoch haben. Ja, und Vielfliegersteuer haben wir, das stimmt. Und die Vielflieger sind ja nicht unbedingt diejenigen, um die es geht, wenn es um Tourismus geht. Alles klar, finde ich gut. Das wäre ein, das ist ein unser Bruttoinlandsprodukt wird einfach mal auch nochmal, wenn wir sie abschaffen, plus 2,7. Das ist ganz gut. Also ja, würde ich sagen, schaffen wir sie ab. Sehr schön. So. Haben wir was für einen Tourismus gemacht? Was ist das hier oben eigentlich? Achso, Citizen Tests. Da sind wir auch schon relativ hoch. Ja, gucken wir mal, wie sieht das mit dem, die Auslandsbeziehungen steigen. Investitionen aus dem Ausland sind weiterhin sehr, sehr hoch. Das ist gut. Wie sieht denn eigentlich unsere Auswanderung aus? Gar nicht niedrig und Immigration sind wir weiter... Oh, die hat einen kleinen Knick bekommen nach unten. Interessant. Naja, weil unser Staat ja gerade nicht mehr ganz so attraktiv ist. Das stimmt, ja. Tja, wie sieht es denn mit unseren Vorteilen eigentlich aus? Der technologische Vorteil hat einen Knick nach unten bekommen, aber wir sind noch weit entfernt vom Stopptrigger, das ist schön. Selbes gilt für die private Weltraumindustrie. Ist trotzdem immer noch ein Vorteil und die egalitäre Gesellschaft ist weiterhin ganz weit oben. Das ist schön. Private Weltraumindustrie könnten wir über die Militärausgaben noch so ein bisschen fördern, wenn ich das gerade richtig gesehen habe in der Übersicht. Ja. Dort könnten wir, also das ist halt richtig viel Geld. Ja. Für relativ wenig. Wenn ich jetzt mal 2 Milliarden reingebe. Okay, wir machen mit 2 Milliarden ändern wir die Arbeitslosigkeit um 1,2%. Und private Weltraumindustrie wird um 0,2% bezuschusst. Und die private Weltraumindustrie hat sich wiederum positiv, glaube ich, auf alle, auf das Bruttoinlandsprodukt und noch irgendwas Drittes ausgewirkt. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Ja. Da weiß ich nicht, ob sich diese Investition lohnt. Oder ob das jetzt gerade so ein bisschen verbranntes Geld ist. Ja, ich denke schon. Also, die meinen, dass der Einfluss ist aufs Bruttoinlandsprodukt plus 3,4. Und ansonsten werden Meinungen beeinflusst.
Also es ist schon ein guter Vorteil, aber ich würde diesen Vorteil nicht pushen für 2 Milliarden um nur 0,2%. Gibt andere Bereiche, wo wir rangehen können, wo wir das noch so ein bisschen pushen können? Wir könnten unseren Geheimdienst pushen. Um 300 Millionen und würden der privaten Weltraumindustrie einfach mal plus 2,5% verschaffen. Der deutlich günstigere Weg. Ja. Fällt mir. Machen wir das doch mal. Wirtschaftsförderung über einen gestärkten Geheimdienst. Auch interessant. Ach, schön. Und wir haben gleichzeitig die Kriminalität bekämpft. Ja. Geld ausgeben, um es hintenrum wieder reinzubekommen, das ist echt spannend. Wir könnten auch mal im Straßenbau gehen. Der Klassiker? Ja. Und könnten hier gucken, was passiert, wenn wir 1 Milliarde mehr für Straßenbau ausgeben. Oder nicht ganz 1 Milliarde. Ja, also Infrastrukturförderung ist so ein Klassiker und ich finde, den sollten wir hier auch mal mit einsetzen. 1 Milliarde für minus 0,4% Arbeitslosigkeit. Ja, die Frage ist, an welchen Stellen wirkt sich es noch aus und wie wichtig ist uns das? Also die Arbeitslosigkeit ist jetzt nicht so hoch, also die Auswirkung. Die Frage ist, ob uns die anderen Bereiche, auf die sich noch auswirkt. Ja, aber selbst die Verkehrsverstopfung geht dadurch runter. Die Meinung bei den Umweltschützern geht nach unten, finde ich jetzt nicht schlimm. Weil die mögen uns. Aber wollen wir hier 1 Milliarde ausgeben für das? Ich würde lieber noch mal gucken, ob uns noch was ins Auge fällt, was besser passt. Ja. Also diese Infrastrukturfördergeschichte finde ich erstmal vom Grundprinzip gut. Da könnten wir vielleicht hier eher gucken bei den Förderungen des ländlichen Raumes. Wenn wir da mal, Moment, wo waren wir? 3,5, wenn wir auf 4,5 oder 4, naja, gehen wir mal auf, dass wir nur 5 politisches Kapital ausgeben. Da gehen wir 1 Milliarde mehr aus und Arbeitslosigkeit, zack, um 3,5%. Super gut. Und für 1 Milliarde. Und die anderen Effekte auch auf das Bruttoinlandsprodukt, auch die Nutzung der Bahn. Oh ja, Bruttoinlandsprodukt 1,1% hoch. Das ist super. Ja, finde ich gut. Dann lass uns lieber das Geld dafür in die Hand nehmen. Ja, jetzt geben wir schon wieder Geld aus. Aber ich meine, wir können keine Einnahmen finden, um dieses Ding da auszugleichen. Genau, wir können gerade nur Ausgaben. Also wir können gerade nur investieren, um wieder was reinzubekommen. Richtig. Also, ja. Wir könnten noch mal auf die landwirtschaftlichen Subventionen drauf gucken. Weil auch eine Auswirkung auf Arbeitslosigkeit und der Lebensmittelpreis geht runter. Moment. 2, wenn wir da auch 1 Milliarde ausgeben oder 1,3, erhalten wir nochmal 4% Arbeitslosigkeit und der Lebensmittelpreis um 6%. Ich finde es halt relativ viel Geld dafür, dass es nur in einen einzigen Wirtschaftssektor geht. Ich mag das immer lieber, wenn wir Geld ausgeben, was relativ breit dann auch Wirkung hat. Klar, hier ist es der Lebensmittelpreis, der sinkt. Da wäre dann aber die Frage, ob wir dann tatsächlich diese Preschool Meals oder irgendwas nochmal runterfahren können. Finde ich gut. Weil sich dann würde ich grundsätzlichen Preise eher verringern. Ja, aber dann würde ich sagen, hier geben wir 1,3 Milliarden aus, um die Arbeitslosigkeit abzuschaffen, um Arbeitslosigkeit zu drücken und wir senken den Lebensmittelpreis und dann können wir dieses Geld, was wir hier ausgeben, sparen bei den Schulessen. Wir müssen mal gucken,
ob es da noch andere Bereiche gibt, wo es um diese Mahlzeiten. Also Schulessen geben wir 1 Milliarde aus gerade und drücken damit die Armut. Die bei uns momentan sowieso nicht so groß ist und auch abnimmt, weil wir ja wiederum in anderen Bereichen wirksam werden. Also hier könnten wir überlegen, ob wir es einfach ein Stück reduzieren, um die Hälfte oder so, oder um ein Drittel. Also wenn ich ganz runtergehe, ja, dann würde ich eher sagen, kann man es eher abschaffen. Aber so groß ist der Effekt hier oben auch nicht. Also dann würde ich eher sagen, wir schaffen es ab. Ja. Aber auch nur deswegen, weil wir an anderen Stellen gerade passiert haben. Ja. Ich habe jetzt nicht eine Förderung, ich habe jetzt die Förderung hier nicht hochgesetzt, ne? Also die. Dann kommen wir das doch gleich um. Ja. Außer uns fällt noch was Besseres ein, aber um die Arbeitslosigkeit anzugehen, ist das einfach sehr praktisch. Okay. Arbeitslosigkeit geht runter. Ja, Armut geht hoch, klar, mit dem, was ihr gemacht habt. So, jetzt kommen wir zu einem Dilemma. Ernenne einen Senior Judge, also einen hohen Richter, einen altehrwürdigen Richter. einer unserer meistgeschätzten, wahrscheinlich Verfassungsrichter, ist gestorben. Nun müssen wir einen neuen Kandidaten nominieren. Dieses Individuum wird für sehr lange Zeit in unserer Verfassungsgerichtshof sitzen, also müssen wir die richtige Entscheidung treffen. Da können wir uns entscheiden zwischen Edgar Lopez, der ein großer Vertreter der Menschenrechte ist und für Freiheitsrechte eintritt und so weiter und so fort. Großer Pro-Consumer scheut nicht davor zurück, sich mit großen Unternehmungen anzulegen. Oder Alice Reed ist starke Hand gegen Gewaltverbrechen, setzt sich ein für harte Strafen und ist gegen Diebe, Ladendiebstähle, bla bla bla, aber da unsere Kriminalität sehr niedrig ist, alleine deswegen, finde ich, kommt sie gar nicht in Frage. Mal abgesehen davon, dass ich immer auf der Menschenrechtsseite sitzen möchte. Grund, warum ich gerade so ein bisschen lache, ist, dass wir gerade versuchen, die Nachfolge von Richterin Ruth Bader Ginsburg zu machen. Allerdings passiert es halt nach der Wahl und nicht kurz vor der Wahl. Und in Ehre dessen bin ich für Edgar Lopez. Sehr schön. Nur positive Auswirkungen, das ist schön. Unemployment geht weiter runter. Und das geht jetzt noch weiter runter, wenn wir die Farm Subsidies hochsetzen, wie besprochen. Für 6. Oh, warum haben wir denn jetzt plötzlich so viel? Habe ich plötzlich 2 Runden geskippt? Nee, das kann nicht sein. 48, wo kommt das denn weg? Sind unsere Emergency Powers hochgegangen? Nee, warum haben wir plötzlich so viel? Ich glaube, wir haben in der letzten Runde nicht so viel ausgegeben. Also wir haben 48, wir können noch einiges bewegen, theoretisch. Unser Defizit ist wieder hochgegangen. Ja, ja, klar. Aber unser Bruttoinlandsprodukt bleibt gleich. Also das ist... Ich finde, das sollte jetzt auch gerade unser Indikator sein. Also alles andere ist jetzt gerade egal. Ja. Ich wäre dafür, nochmal auf den Kompass zu schauen. Ich würde gerne mal wissen, ob wir so liberal-kapitalistisch sind, wie ich denke. Nee. Auch nicht. Wir sind vom Kapitalismus langsam hier rübergewandert wieder. Etwas in die Mitte.
Spannend. Ich weiß auch nicht, ob sich unsere Gesellschaft mit uns bewegt oder wir mit unserer Gesellschaft. Tja, Henne-Ei-Problem, ne? Also, wir können uns mal hier, Disposable Income. Wir sind wirklich niedrig, was Disposable Income angeht. Und unsere Einkommensverteilung ist eigentlich ziemlich gut. Okay, wir haben kaum Wealthy. Wobei das nicht nur vom Einkommen abhängt. Spannend. Auch überlegen, auch wenn die Lohnsteuer nochmal anpassen, für die Lohnsteuer nochmal so ein bisschen reduzieren. Um es sogar noch ein Stück weiter. Also die Lohnsteuer oder die Einkommensteuer? Die Lohnsteuer. Die Lohnsteuer. Also wir sind bei 32 Milliarden. Wenn wir sie auf 26 absenken. Gut, das bringt echt nicht so viel. Die Löhne gehen hoch um 1,4%. Aber es ist wirklich teuer. Ja. Nee, würde ich gerade dann doch nicht machen. Aber der Grundgedanke war, glaube ich, nicht falsch. Wenn wir mehr Geld hätten, könnte man drüber nachdenken. Ja. Eine Sache, die ich jetzt gerade so gesehen habe, ist Microgeneration Grants, also Geld dafür, wenn man selbst Sachen, wir sind, unsere Umwelt ist gut, wir haben keine Umweltprobleme mehr. Unsere Energieeffizienz ist relativ hoch. CO2-Emissionen sind bei null. Wir könnten das hier abschaffen, damit es unserer Energieindustrie besser geht. Bin ich dafür. Und sparen 1 Milliarde. Was wir dann machen könnten, um die Energieeffizienz zu countern, wäre hier bei dem Smart Meter Programm was draufzusetzen. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Wie wirkt sich denn dieses Smart Meter Programm auf unsere Energieindustrie aus? Wenn du das noch ein Stück hochfährst. Also von 700, wenn ich da 300 Millionen draufsetze. Energieeffizienz steigt um 2,5 und auf die Energieindustrie hat es 1,2% negativen Effekt. Kaufen wir das eigentlich? Ja, wir gucken mal. Energieeffizienz ist eh am Anschlag und unsere Energieindustrie ist am Boden, okay, weil wir eine staatliche. Wir könnten die Energieproduktion privatisieren. Warum hat Deutschland eine staatliche Energie? Entweder privatisieren oder wir gucken, dass wir die Kosten runterfahren. Das könnte bedeuten, dass sich auch in der Energieindustrie irgendwas. Ah nee, das muss komplett abschaffen, damit es überhaupt eine Industrie gibt. Genau. Was auch irritierend ist. Ich habe auch kein Problem damit, das ein Stück runterzufahren, irgendwie eine Milliarde einzusparen. Oder ich hätte jetzt gesagt, lass es uns komplett privatisieren. Wir sind super, was Korruption angeht. Dann lass uns das machen. Auch hier würde ich wieder sagen, wenn es gehen würde, hätte ich gerne so eine halbstaatliche Variante, aber die können wir im Spiel nun mal nicht machen. Ja. Wir veräußern die. Oh. Wow. Dass wir da noch nicht eher drauf gekommen sind. Unsere staatlichen Wohnungsgesellschaften möchte ich übrigens nicht verkaufen. Nee, ich auch nicht. Okay. Krass. Jetzt gucken wir noch mal, wo ist das Smart Meter hingewandert? Die werden immer einmal neu gemischt da. Achso, Energy, das steigt ja, das wird ja jetzt gleich erst nach oben knallen, dass die Energieindustrie kommt. Wir tun was, also wir haben jetzt quasi einmal richtig Kohle eingenommen.
Vielleicht verschafft uns das, dass wir ein Credit Rating besser werden. Wer weiß. Weißt du noch, was uns das pro Runde gekostet hat? Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. 4, und ein bisschen Milliarden. Okay. Nicht wirklich viel, aber wir haben jetzt einmal 60 Billiarden davon gekriegt. Milliarden, das ist echt cool. Auf jeden Fall. Sehr schön. Tja, dann hier haben wir noch die Technologieförderung. Die haben wir erst hochgesetzt. Die ist noch am Kommen. Gibt es bei unseren Gesetzgebungsvorschlägen irgendwas Neues, weil wir jetzt wirklich viel politisches Kapital haben und deswegen weniger rot unterlegt sein sollte? Also wir könnten vielleicht ein bisschen mehr machen. Könnten zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Sehr teuer. Sehr teuer, und ich befürchte, wir haben nicht so wahnsinnig viel gekonnt damit, weil wir müssen ja trotzdem irgendwie unsere komplette Steuergesetzgebung nochmal neu anpassen. Ja. Und alle Förderungen, die wir haben, wir müssen das System halt umbauen. Und das schaffe ich nicht mehr um 11:45. Nee. 11:50. Wir können Steuererleichterungen für ausländische Investoren, aber Foreign Investments ist hoch. Da geht nichts besser. Wäre eher dafür, uns langsam mal mit den Quoten auseinanderzusetzen, die wir schon seit so vielen Runden vor uns herschieben. Dann haben wir es einfach mal gemacht. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Das finde ich total gut. Okay. Und dann würde ich sagen, hier auf High finde ich es auch super. Es wirkt sich wirklich super gut aus in diesem gesellschaftlichen Bereich. Gefällt mir. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, noch einen Schlag auf die Drogen und dann nächste Runde. Nee, das bringt kaum was. Ja. Wir können auch schon in die nächste Runde starten. Also wir haben bestimmt noch genug Sachen, für die wir politisches Kapital brauchen. Und ich hoffe immer noch für unser Kredit. Leider nicht. Wir haben ein Dilemma. Fracking. Nein, wir verbieten Fracking. Würde ich sagen. Da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Kapitalisten finden es doof. Umweltschützer finden es gut. Sehr schön. Und es gibt wieder Neuigkeiten. Es geht um die Süßigkeitenfirma, die Probleme mit der Junkfood-Tax hat. Das ist uns schon länger egal. Arbeitslosigkeit. Stagniert. Leichter Anstieg, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß auch nicht. Unkompetitive Wirtschaft ist immer noch da und wir haben immer noch die Schuldenkrise auf Maximum. Die Weltwirtschaft sackt weiter ab und unser Bruttoinlandsprodukt ist weiter gleich geblieben. Wir mussten weniger Schulden aufnehmen wegen dem großen Einkommen letzte Runde durch die Verstaatlichung. Das ist aber auch alles. So, wir haben jetzt 40. Bei Tax haben wir nicht mehr wirklich irgendwas. Nur Tax Relief. Airline Tax, die haben wir abgeschafft. Oh, guck, eine Anti-Corruption Agency. Also es ist auch so ein Problem, das wir nicht wirklich haben. Wir haben nicht wirklich viel Korruption. Kostet aber auch nicht viel und vielleicht nicht schlecht. Ja. Würde ich mal machen. Ich bin jetzt auch ich glaube, wir sind fast am Ende mit unserem Latein. Können gucken, wie es sich weiterentwickelt. Und dann würde ich jetzt das hier einführen, weil ich würde es gerne haben. Total gut. Ja, Corruption geht runter. Ich würde es auf mittlerem Level lassen, weil wir haben mit Corruption auch eigentlich kaum ein Problem. Dann los. So. Law and Order. Da könnten wir mal auf das Geschworenen
Ich hätte jetzt hier die Unterstützung für Rechtsbeistand. Das finde ich auch gut. Nur positive Auswirkungen. Kostet auch wirklich nicht viel. Ja, und würde ich auch so auf einem mittleren Level lassen. Ja. Und dafür, dass wir wirklich viel Geld ausgeben die ganze Zeit, also jetzt so bei 2-3 Runden wieder, ja, halten wir uns echt gut. Genau, 7 über, dann nehmen wir das mit in die nächste Runde. Zack, boom. Oh. Unser Nationalteam scheidet aus den Weltmeisterschaften aus. Tja, jeder find's doof, Patrioten find's doof. Aber warum lassen die sich da gleich alle so drum, also runterziehen? Tja, Arbeitslosigkeit geht wieder ein kleines Stück hoch. Defizit steigt wieder. Bruttoinlandsprodukt bleibt gleich. Weltwirtschaft sackt weiter ab. Meine Fresse. Es fühlt sich so an, als ob wir alle Regler irgendwie, also die Spielräume sind außerhalb des Bereiches, wo wir eigentlich hin müssten. Weißt du, was ich meine? Ich weiß auch überhaupt nicht, wie wir die Interest Rate irgendwie noch beeinflussen können. Also es wäre halt total schön, wenn wir uns irgendwo melden könnten und sagen könnten, könntet ihr uns nochmal neu evaluieren, weil uns geht's echt gut. Aber wir sind halt gerade so ein bisschen abhängig davon, dass irgendwann ein neues Ereignis eintritt, wo irgendwer uns sagt, dass es unserem Staat gut geht. Ja, was tun mit 39 politischem Kapital? Ist auch total spannend. Wir haben so viele andere Probleme gelöst. Das ist sehr... Also so viele Dinge, die entspannt laufen oder zumindest relativ krisenarm. Aber die Schulden machen uns kaputt. Total. Tja... sagen, durchhalten. Mein Gefühl sagt, lass uns so lange auf die nächste Runde klicken, bis irgendwann die Interest Rate sinkt. Und ich weiß, das ist ja Verschwendung von politischem Kapital. Ne, im Moment noch nicht. Achso, ja, im Moment, wir können 64 ansammeln. Oh, gucke mal, wir könnten mehr Bäume pflanzen. Das würde auch unsere Arbeitslosigkeit verringern. Oh ja. Dann würde ich das mal machen. Mhm. Ja, möchte ich. Und jetzt gehen wir mal auf CO2-Emissions. Wir haben jetzt die CO2-Emissions noch weiter runter gebracht. Ich hätte jetzt gesagt, wir können bei den Verschmutzungskontrollen ein wenig laxer werden. Ja, können wir machen, weil sie ja, die haben ja schon umgestellt. Also die haben ja in ihren Unternehmen schon die Technologien so umgestellt, wie wir es gerne hätten. Wir müssen halt gucken, dass wir es nicht komplett abschaffen, sondern so ein bisschen dranbleiben. Und deswegen wäre ich jetzt mit deinem Vorschlag voll d'accord. Stabilisiert auch das Bruttoinlandsprodukt. So. Ja, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Diese Standardisierungsbehörde. Noch alles tun, um die Arbeitslosigkeit zu beeinflussen. Ja, warte mal. Das hier ist, nee, das ist Produktivität. Die geht langsam nach oben. Unemployment. Die Farmbeihilfen haben wir gesenkt. Achso, es wirkt sich kaum auf die Arbeitslosigkeit aus. Achso, wenn man... Warum die hier bei der bewaffneten Polizei die Arbeitslosigkeit mit drin ist, wird kaum beeinflusst. Finde ich aber auch spannend. Wo ist denn jetzt hier... Ja, beim Militär ist sie ja auch mit drin. Ja, also stimmt. Wenn wir unsere Militärausgaben erhöhen würden, würden wir da auch rangehen können. Ja, ja. Das hier ist Arbeitslosigkeit.
ein seltsames Symbol für Arbeitslosigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Community Policing, die Energy Industry geht hoch. Okay, wir könnten diese Regulation. Ja, wir könnten diese Regulation für Neubauten abschaffen, weil wir haben eben schon CO2 eingespart. Wir haben eine CO2-Steuer. Ja, Goldie Gold sagt auch gerade, dass das Spiel echt in die Tiefe geht. Und ja, du hast total recht. Das ist im Endeffekt auch das, was uns die ganze Zeit so fasziniert und dazu führt, dass wir seit, keine Ahnung, 2,5 Monaten oder 3 Monaten oder so immer dieses Spiel spielen, weil wir immer wieder was Neues rausfinden. Und es immer wieder neue Zusammenhänge gibt. Und manchmal kommt man nicht drauf, welche Dinge in einer Wirkungsbeziehung stehen. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, weil wir sparen kaum etwas. Da haben wir die Energieindustrie. Das Smart Meter Programm. Sehr, sehr wenig Auswirkungen auf die Energieeffizienz, aber wir können einfach mal hier was sparen, wo unsere Wirtschaft einen Boost kriegt, wenn wir es einfach canceln. Und wir sparen 700 Millionen. Absolut. Ich bin da ganz bei dir. So. Und das heißt ja nicht, dass die Technologie nicht da ist. Nur jetzt können sie halt Leute kaufen. Ja, genau. So, wir waren wieder bei Arbeitslosigkeit. Was haben wir da noch? Energy Industry, genau, die hat Auswirkungen, da haben wir jetzt gerade was für getan. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.